Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded unser Spiel und wir haben gerade hier geschlafen. Wir haben nämlich auch wieder einiges vor. Und jetzt habe ich es schon wieder falsch rum gemacht, aber egal, nicht ganz so schlimm. So. Okay, ja, wir haben also ein bisschen was vorbereitet, Gras erstmal wieder ein bisschen was geholt, Seile vorbereitet und jetzt geht's weiter hier mit ein bisschen Bauen und natürlich auch noch vieles andere. Wie viel? Mal schauen. Ey, 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 ey. Marcel, hallo erstmal. Hi, grüß dich. Na? Ja, der Marcel ist ganz schön fleißig hier, muss ich ja ganz klar so sagen. Einfach mal hier irgendwo was hinbauen. Zing. So. So. Marcel, du hast vergessen, die Tür zuzumachen. Und beim letzten Mal hatten wir ja tierisch Probleme mit dem, mit dem Xbox-Netzwerk. Das heißt, hauptsächlich ist es das, ja, wie soll ich sagen? Ja, Marcel hat eigentlich die meisten Probleme. Er konnte nicht einloggen, beziehungsweise, achso, ich habe kein Gras mehr. Beziehungsweise er ist ständig geflogen. Äußerst lästig. Mal gucken, ob das jetzt immer noch so ist. Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe auch. Weil das ist nicht schön. Das war nicht gut. Ich glaube, die Treppe nutzt sich langsam ab hier. Halt, nee, da war ich doch schon. Und der musst du noch alleine bauen, oh Gott. Was? Wie bitte? Hinterher musst du hier noch alleine bauen. Fällt das Ding ja zusammen. Also ich könnte mir vorstellen, das wird dann ungefähr so aussehen, dass ich wahrscheinlich eher irgendwo unterwegs bin, als eine Basis weiterbauen. Definitiv. Denn Basis bauen ist ja alles schön und gut. Nein! Was? Was passiert? Bist du runtergefallen? Ja. Schade. Warum tust du das? Wo es kann. Ja, genau. So. Und Stängel. Wir brauchen auch noch Stängel, reichlich. Er meint es nicht. Ja, nee, bitte nicht. Nein, nein, nein. Hast du eigentlich Dings das geholt? Was denn? Die Feder? Nein, die Feder habe ich noch nicht geholt. Hast du etwa mitbekommen, dass ich schon losgelaufen bin? Nein, das ist eine Frage hier. Nein. So, ich leg mal Dinger nach. Aber ich dachte, ich Grasfahrern. zeige hier mal guten Willen und ich helfe hier mal ein bisschen mit beim Bauen. Du bist längst vorbei. Die Zuschauer wissen schon, wie du bist. Ja. Uah, nein. Nein, nein, nein. Ich bin lieber in Bewegung irgendwie. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also, wenn du bewegen willst, Warte die mal. Hope hat noch eine dicke Pause. Die kannst du gerne mal anwenden. Wie bitte was? Die Hope hat eine dicke Faust. Die kannst du gerne mal Boah, anwenden. ist krass. Eine dicke was? Eine dicke Faust. Ach so. Wie meinst du das? Ja, die kann dein Gesicht ein bisschen in Bewegung bringen. Ah, Marcel. Marcel. Du kannst dich in Sicherheit wiegen, weil du so weit weg wohnst. Immerhin müssten das so rund 800 Kilometer sein. Ich sehe es eher so, dass du weiter weg wohnst. Weil bis man da ist, hat man ja schon vergessen, warum man dorthin wollte. Oh, ich sag mal, ein Bierchen ist immer ein guter Grund. Ist das eine Feder? Da hinten ist, glaube ich, die Fee der. Ich glaube, da ist sie. Ja. Das mit der Feder sieht gut aus. Und schon mal wechseln auf die Axt. So. Ja. Wow. Okay. Wie viel ist geworden? Eins. Schade. Ja, ist schon, wie gesagt, die Kleine. Ja. Auch wenn ich nicht gerade der Meinung bin, dass das funktioniert, aber ich guck mal, ob da hinten bei den Steinen auch noch eine ist. Aber das müsste doch. Das ist ja eigentlich schon die gewesen. Nee. Nö, mehr ist nicht. Mehr. Rattenspinnen habe ich keine Lust heute drauf. Nein, mache ich nicht.
Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge mehr an Seide. Ja, ich habe hier momentan 26 Stück in der Tasche. Schön. Das ist gut, ne? Ja. ich bringe sie dir einfach mal vorbei. Das wäre echt toll. Ja, per Post geht ja nicht. Per Post geht ja nicht. Hopp. So. Ich wollte sie vorhin noch in die Kiste legen, dass du sie hast, aber... Deine Idee war ja, ich kann die ja auch selber verbrauchen. Ja, okay, gut. Ja, Entschuldigung, dass ich einmal an dich geglaubt habe. Tut mir leid. Ja, nee, ich bin ja gar nicht dazu gekommen. Du hast mich ja zur Feder geschickt. Ja, so ist das. Mhm. So, haben wir denn hier schon eine Kiste stehen? Nein, natürlich nicht. Also muss ich die da hinten wieder nehmen. Okay. Dann rein damit. So. Kleeblätter kann ich auch gleich da rein tun. Ja. Die Feder tue ich auch mit rein. Das auch. Das brauche ich auch gerade nicht. Nö. Nö. Alles weg. Noch irgendwas? Ja. Den brauchen wir auch nicht. Und. Wow! Ich muss Pfeile machen. Ja, damit. Die Dornen wieder her. So. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile. So. Können wir irgendwelche anderen nützlichen Pfeile vielleicht auch machen? Wie zum Beispiel einen Giftpfeil? Ja. Ja, die bringen das nicht so viel. Was heißt nicht so viel? Also ich sag mal, die ziehen vielleicht einen kleinen Prozentteil ab. Also da hast du mit drei normalen Pfeilen denselben Effekt. Aha. Was mit dem Stinkerpfeil hier? Ein Pfeil, der einen Baumwanzensack getunkt wurde, wo der landet, wächst kein Gras mehr. Dafür aber eine unangenehme Gaswolke. Ja, die machen schon ein bisschen mehr Sinn. Ja. Sind aber echt teuer. Wie teuer? Ach so. Nee. Okay, dann guck dir mal den Material an. Verfügbar habe ich momentan 37. Wieso habe ich 37? Ich habe doch nur 17, oder? Hä? Das lassen wir so überprüfen. Nö, ich habe 17. Ach so, hier in den Kisten haben wir auch noch welche. Irgendwo hast du welche reingelegt. Erinnerst du dich noch an welche? Ja, die braune. Die mit dem grünen Deckel, meinst du? Ganz genau. Ah, gut. Okay. Sehr hilfreich. Ja, immer. Also bin ich von Natur aus. Ah, hier. Ja. Sehr behilflich, sehr behilflich. Okay. So. Und. Moment. Dann wollen wir doch mal ein paar machen hier. Giftpfeil. Ach, da baue ich auch mal einen von. Jo. Aha. Hat entdeckt Jay Gatsby-Pfeil. Aha. Wiss? Noch mehr Pfeile? Ich fand den gut. Ja. So, brauchen wir noch mehr? Ich glaube nicht. Wie viel haben wir jetzt insgesamt in der Tasche? War cool, dass das bei dir das Gras nachwächst. Wie bitte? Bei dir wächst hier das Gras nach. Wo? Na hier, wo wir rumgekloppt haben. Echt? Schon wieder da? Ein bisschen. Okay, cool. Dann spawnt das ja recht schnell hier. Hier ist bei mir nicht. So seit gefühlt, als ihr das abgeholzt habt, kam nie was zurück. Ja, vielleicht liegt es ja daran, dass wir hier im Multiplay sind. Das heißt, zwei Leute rührt natürlich auch mehr Gras. Ja, da ist schon wieder eine ganze Menge da. Und jetzt habe ich gerade einen Ruckler gehabt, der liegt aber nicht an mir. Ja, mir auch nicht. Nein, das müsste wohl an Netzwerk liegen. Ich versuche mal da hinten die ärgerliche Baumwanze zu erwischen. Mal gucken, ob das klappt. Irgendwo da hinten müsste die sein. Und die Frage ist, wie komme ich da hoch? Nicht auf die Arbeit konzentrieren. Ich liebe Arbeit. Echt? Ja, das sieht man. Ja, ich könnte stundenlang zugucken.
Klaut dir aufs Wort. Was? Achso. Da, 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 da ist das. Ja, das ist eine. Dann probiere ich doch mal den. Das kann ich mir gar nicht aussuchen, oder? Welche Pfeilart ich benutze. Kann das sein? Doch, doch, doch. Mit R, glaube ich, irgendwie so was. Müsste rechts und unten stehen, wenn du den Bogen hast. Also mit R ist werfen. Also jetzt in dem Fall, ich habe umgestellt auf Numlock. Nee, rechts unten. Du hast den Bogen ja ausgerüstet, ne? Nee, Bogen nicht, sondern die Armbrust. Ja, aber ja. Rechts unten müsstest du deine Aktionen eigentlich sehen. Und ich gucke mal zu 7. Ach doch, L, Munition, Munition. Ja, warte mal. Ja. Tatsächlich. Mal gucken, was der bringt. Ja, Jay. Lesen, das hilft. Ja, ja. Lesen ist super. Also Kinder, nehmt euch mal ein Buch und liest. Nachdem ihr das Video geschaut habt. So, so. Wo ist das Ding jetzt? Ich höre ihn. Ich höre ihn. Aber wo? Ist doch schon wieder nur Unfug machen. Nein. Kann man so nicht sehen. Kann doch, man so doch, nicht doch, sehen. Doch, nein, doch, nö, genau nö, so. Nö, doch, nö, genau nö. Nein, 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 nein. Da hinten ist auf jeden Fall eine Spinne, die brauche ich nicht. Tja. Und nu? Da die Baumwanze aber Glück gehabt, hä? Ups. Komm, ich brauche ein Opfer, das geht so nicht. Ein Spiegel. Nicht so gehässig. Dann bieten mir nicht so eine Vorlage. So. Moment, aber wo habe ich denn das Ding gesehen? Das gibt's doch nicht. So, mal wieder ein Stück zurück. Jetzt findet er wieder nichts. Oh. Ah, da. Da sind sie. Ja, bei der Wurzel. Ja, 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 ja. Nur ich bin auf der falschen Seite gewesen. Deswegen habe ich sie scheinbar nicht gesehen. So. Ich nehme an, hier kommen sie nicht hoch. Mal gucken, ob das funktioniert. Da. Oh, oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nichts. Doch, das geht. Hab ich jedes Mal, wenn du was machst. Nö. Ja, gleich Streiter. Hilf mir, hilf mir hoch. Nee. Na? Jetzt kann ich es wieder nicht treffen. Ich glaub's nicht. Achso. Hast du deine Kampfausrüstung an? Moment. Nein, trifft nicht mehr. Also ich treffe, aber macht nichts. Es sei denn, ach, Moment. Es sieht so aus, als ob ich treffe. Jetzt. Oh. Nein! Nicht doch! Knüppel aus dem Sack. Aber ich bin versorgt, weißt? Was denn? Die stehen gerade schon wieder rum. Komm, das funktioniert nicht. Ah. Was steht da? Jay Gatsby Guides ist umgehüllt. Er bittet um Hilfe. Nein. Jetzt bin ich stur, jetzt will ich nicht. Nein. Nee, die Wanze ist da, das bringt nicht. Bringt's nicht. Okay, das hat dieses Mal nicht funktioniert. Ich würde dir jetzt nicht sagen, ich hab's dir ja gesagt, aber. Ja, das mag ja sein, aber ich muss es ausprobieren. Ich muss es ausprobieren. Kennt ihr das, liebe Eltern, wenn ihr euren Kind sagt, fasst nicht an den Herd, er ist heiß, und dann tun sie es trotzdem. Unbedingt. Man muss ja rausfinden, ob das auch stimmt. Unbedingt muss ich das ausprobieren, das geht nicht anders.
Ja, ich brauche Beweise. Ich muss doch gucken, ob die empirischen Daten auch stimmen. Ja, habe ich auch gemacht. Ja? Nur habe ich dann gesagt, nur meinem Bruder gesagt, er soll es anfassen. Was ist, wenn der gesagt hätte, nein, ist nicht heiß? Nee, ich bin der größere Bruder und dann hätte ich die Hand so lange aufgehalten, bis es ist. So, so. Nein, natürlich nicht. Nein. Nicht. Nein. Ein bisschen laufen. Hup. So. Klappt denn das vielleicht von hier aus? Nö. Will aber. Ja, mit der Immunität, also irgendwie, ich glaube, ich gebe da auf, also. Ach, das kommt schon noch. Ah, nicht, nein, oh. Wo? Naja. Ah, schon wieder tot. Nein. Ich habe nur was ausprobiert und ja, ich bin leider irgendwo hängen geblieben. Und dadurch hat es nicht geklappt. Ihr habt ja gehört, es gibt das so, er ist hängen geblieben. Ah. Was? Nichts, bring mal noch Gras mit. Ja. Wenn du wieder zurückkommst. Okay, wenn ich wieder zurückkomme. Also, falls du zurückkommst. Okay, gut. Dann breche ich hier mal ab. Das macht ja keinen Sinn so. Wow, hier liegt noch so viel Gras rum. Wow. Da muss ich noch nicht mal ewig lange rumhacken hier. Wobei, das geht eigentlich super schnell. Ich habe ja die Mutation fürs Hacken schon bekommen. Ja, hast du es auch aktiviert? Ja, natürlich. Na klar. Ist teuer, musst du nachfragen. Nein, ist aktiviert, sonst würde es ja nicht so schnell gehen. Hast du das eigentlich schon? Haben ja, aber nicht aktiviert. Warum nicht? Brauche nicht. Warum? Warum brauche ich das? Ja, weil dir keiner zuguckt und nicht sieht, wie lange du brauchst. Ich brauche nicht lang. Aber? Du guckst doch bei mir. Mhm. Abgesehen davon, wir wollten doch eigentlich mal so eine einen Insektenhammer bauen. Ja. Ja. Guck mal kurz, was uns fehlt. Gute Idee. Bärenleder. Sonst haben wir keins mehr? Na, drei Stück hängt jetzt hier noch. Also einen kriegen wir zusammen. Okay. Weißt du was? Ja. Was machen wir jetzt? Und dann zeige ich dir mal, wo der Frosch die Locken hat. Lass uns doch noch ein bisschen Bärenleder besorgen. Nee, wir machen jetzt das andere, damit wir was Besseres kriegen. Da? Was? So, trinken wir einen Schluck. Und dann geht's los. Don't even need to boil it. Essen sollte ich auch noch. Ist was da? Ja. Ja. So, dann guck her, damit die Zuschauer sehen, das ist mein neuer Hammer. Moment. Großer Hammer. Jo, Insektenhammer. Großen Hammer. Der ist richtig groß, ja. Riesig. Ich bin Tor. Guck mal nach oben, guck mal nach oben, ja. Weiter nach oben gucken, dann sieht man den Hammer besser. Hör doch mal auf zu zappeln, ist doch unmöglich, ey. Na also, geht doch, ja. Gut, alles klar. So. Haben wir gesehen. Was? Wow. Sieh dich um. Was ist denn los? Sieh dich um. Ach so. Das wollte ich zwar jetzt nicht, aber gut, okay. So. Okay, los, hopp. Zeig was. Ja. Dann wollen wir noch mal gucken hier. Hammer Time, es ist Hammer Time. Boah, kennst du noch, hieß der Sledgehammer? Ja, kenne ich. Die Serie damals? Oh, ja. Ich habe die so geliebt. Ich habe die gerne geguckt, ja, definitiv. Hier sind doch Steine, hallo, hack doch hier mal drauf rum. Ja, brauchen wir nicht, komm bitte, komm. Du machst hier Content, Stretching, da. Ach. Da. Der ist auch ein Stein. So, Supreme, komm. Die ist ja nicht wie die Steine gedacht. Wieso? Ja, bestimmt auch nicht für Läuse.
Erst nur das Essen. Naja. Wird völlig überbewertet. Das merkt man dir sehr gut an. Wieso? Ich habe gegessen. Magen knurrt. Hm. Ja. Hm. Ab dafür. Los, Piet. Lauf. Du wirst dich doch nicht von der Hubs abhängen lassen hier. Oder etwa doch? Wo ist er? Da. Er schlägt die Haken. Ist ja unfassbar. Ja, müsste ich mich ein bisschen orientieren. Okay. Da ist eine Höhle. Also ich weiß selber nicht, was er gerade vorhat. Keine Ahnung. Ich laufe mal einfach hinterher. Ja, ja. Einfach laufen. Das. Da haben wir das. Einfach laufen. Die Spinnenhöhle. Da müssten wir eigentlich hier richtig sein. Du meinst, okay. Da sind wir richtig? Ja, doch, 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 doch. Hier sind wir richtig. Da, ui. Da haben wir das. Das ist schon mal gut. Hm? Und ich will jetzt doch auch jetzt hier vorne irgendwo sein. Dir ist klar, dass ich gerade nicht bei dir bin und ich sehe, was du da machst. Hast du mich schon wieder nicht gefunden? Da. Aha. Doch, du bist hinter mir, ich höre dich. Ja, ja, ich bin da. So. Oh! Was denn? Rum. Oh, cool. Du kannst gleich noch eine Feder holen. Ah, halt. Ah, was machst du da? Weg. Hm. Also, ich bin safe. Also, ich würde sagen, den treffen wir gar nicht da oben. Du versuchst jetzt, mal einen Vogel anzuschießen, oder? Ja. Nee, das klappt nicht. Man muss es ja ausprobieren. Okay. Hm? Ach, so. Ja, jetzt können wir die Dinge verprügeln. Also und du. Das ist schön. Einfach mal zugucken. Ja. Damit du das auch mal in der Hand hast. Immer bist du derjenige, der es ja denn identifiziert. Das ist gut, dann nehme ich eins. Ja. komm schon. Aha. Was war das? Moment. So. Nee, das hatten wir schon. Ah. Dann ist doch das hier nicht das mit dem Gift gewesen, okay? Hm? So. Also. Frische Verteidigung, eine Minzwolke umgibt dich und sendet eine Kältewelle durch deinen Körper. Deine Zellen aktivieren eine frische Hülle, aha, die alles abwehrt, was stinkt und brennt. Ähä. Yep. Das heißt, dann können wir an die Baumwanze ran und kein Problem, oder wie? Ja, du kriegst nicht so viel Schaden denn. Aha. Okay. Muss man natürlich dran denken, würde ich sagen. Hm. Ducken. So, dann müssen wir erst weg zum Labor. Ja. Oder irgendeine Forschungsstation. Mal gucken, ob wir hier eine in der Nähe haben. Lass uns aber ganz kurz noch gucken, ob der Vogel hier jetzt eine Feder fallen lassen hat. Moment, ist das hier auch eine? Nee. Ach, wir gehen in die Basis. Ups. Ja, da liegt eine Feder. Sehr gut. Mitgenommen, mitgenommen. Los, los, los. Hallo. Sehr gut. War es eine große oder eine kleine? Ja, eine kleine immer. Ach, hier schade. Wenn der landet, gibt es immer eine kleine. Ja, die weil wir hatten ja auch schon große. Irgendwie nicht mehr. Ja, standardmäßig hast du am Anfang, wenn das Spiel startest,
Ja. Also, wenn du anfängst, neu, hast du immer welche da. Aber nach der Zeit hast du dann keine mehr. Hm. Ist aber eigentlich ein Fehler. Das wissen die selber. Ja, wie so viele andere Fehler wahrscheinlich auch. Und die werden nicht behoben. Wenn ziemlich ärgerlich. Wenn so ein Ding unter der Erde backt, das ist mir noch relativ egal. Ist Early Access. Ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Ich habe hier die Musik von Spidey auf den Ohren. Aber das gibt's doch nicht. Normalerweise verfolgt einen doch nicht so lange. Ich bin schon fast an der Basis hier. Vielleicht sucht sie auch zu Hause. Boah, ist das buggy hier. Nee, das hat ja nicht mit dem Bug zu tun. Doch. Das ist für mich ein Bug. Dass dich eine Spinne verfolgt. Die verfolgt mich sogar angeblich. Nein, jetzt nicht mehr. Bis zum Labor hat die mich verfolgt. Ja, das ist vor allem noch normal. Ja, wirklich komplett. Ja, ja, aber ich habe so viele Stellen gehabt, wo sie mich hätte nicht kriegen können. Also mit anderen Worten, hätte sie dann umkehren müssen. Hat es aber nicht getan. Ja, hätte Fahrradkette. So, also dein Minz-Dings können wir nicht analysieren. Da ist nichts ungültiges, okay. Objekt. Dann hat er die Idee automatisch. Hm. Dann gucke ich mal ganz kurz. Ja. Ich hoffe, ich kann nicht zwei bauen. Ja, und was fehlt uns? Seide. Kieselbeißer habe ich jetzt auch. Aha. Raucherlunge. Hm. Ja, die habe ich ja deaktiviert, damit ich den hier aktivieren kann. Ja. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Was hast du gerade nochmal gesagt? Wir brauchen noch Seidenseil. Ja. Aber ich würde sagen, so viel dazu und in der nächsten Folge geht's weiter. Also bis demnächst. Ciao. Tschüss.